Wir haben es den heutigen Abend erlebt. Hängepartie oder sehr schnell eindeutiges Ergebnis? Also es war schnell eindeutiger, als ich es eigentlich angenommen habe, weil das in dem Landkreis die CDU gewinnt, ist nicht selbstverständlich. Aber es ist die tolle Arbeit der CDU vor Ort. Und das ist eigentlich das Ergebnis. Und dass es so eindeutig ist, ist eine wunderbare Sache für die CDU-Lande. Ich gucke immer nach Wetzlar, weil ich denke, wer Wetzlar gewinnt, der gewinnt auch den Wahlkreis. Das ist einfach so. Da sind dann Ausreißer dabei wie Biebertal und Wettenberg. Das ist aber logisch. Wobei Biebertal eigentlich relativ gut ausgegangen ist, muss ich auch sagen, mit wenigen Stimmen. Im Übrigen kann der Wahlkreis nur in Wetzlar gewonnen oder verloren werden. Also das ist einfach so. Deshalb habe ich natürlich nach Wetzlar geschaut. Wie ordnen Sie das Direktmandat so in der Historie der Wahlen im Wahlkreis ein? Das kommt ja nicht so häufig vor, dass die CDU direkt gewinnt. Ist das ein Bundestrend? Ist das Verdienst im Wahlkreis oder wie ist die Einordnung? Also es ist eindeutig hier Verdienst der CDU-Lande, die seit Jahren hervorragende Arbeit macht. Und insofern hat sie es auch verdient, dass das Direktmandat mal an die CDU geht. Das, glaube ich, ist eine Konsequenz aus hervorragender Arbeit über die vergangenen Jahre. Und dass ich von profitiere, auch persönlich, ist das eine. Aber es ist die Arbeit der CDU-Lande. Für Sie war es ja der vierte Versuch und jetzt im vierten Versuch direkt gewählt. Sehr ordentlich, ja, freue ich mich riesig. Wort zum Bundesergebnis. Ich denke, es ist das Wunschergebnis, es ist jedenfalls mein Wunschergebnis. Insofern bin ich zufrieden. Wir müssen uns, glaube ich, ganz auf neue Verhältnisse einstellen, was die Parteienlandschaft in Deutschland angeht. Diese sogenannten Volksparteien wird es vielleicht nur noch bedingt geben, wissen wir nicht, müssen wir mal abwarten, was die Zukunft so bringt. Aber im Prinzip ist es das Wunschergebnis und insofern bin ich da auch zufrieden. Wie war rückblickend der Wahlkampf mit oder gegen Frau Schmidt? Wir zwei haben uns immer und jederzeit fair und korrekt verhalten, so wie das die CDU-Landin und die SPD-Landin schon immer tut. Zumindest wenn es um die Bundestagswahl geht. Insofern liegt das, glaube ich, immer an den beteiligten Personen. Und es war ein wunderbares Zusammenarbeiten. Wir hatten auch viel Spaß miteinander, wenn wir aufeinander trafen, haben dann aber auch jeder für sich gekämpft und ich denke, so sind dann die Ergebnisse, wie sie sind und so ist es gut. Und so können wir auch miteinander umgehen und das ist gut. Also zukünftig nur noch Frau Hinz an Sie. Ja, da waren es nur noch zwei von dreien. Das war schon eine außergewöhnliche Situation in Berlin, aus einem Wahlkreis zu stammen, wo drei Frauen Bundestagsabgeordnete waren. Also wir wurden immer schon als außergewöhnlich bezeichnet. So viel ich weiß, waren wir auch der einzige Wahlkreis in ganz Deutschland, der eine solche Konstellation hatte. Und das ist also war schon eine tolle Sache für uns alle drei. Und wir konnten auch gut alle drei damit umgehen. Also es war schon was Besonderes. Können drei Abgeordnete aus einem Wahlkreis mehr erreichen? Oder ist das, also es gibt sicherlich Dinge, die man gemeinsam ganz gut erreichen kann. Also ich sage mal, gerade die wichtigen Sachen wie Verkehrsinfrastruktur und Ähnliches, das sind ja Sachen, die Sie, wenn Sie da den Verkehrsminister von zwei oder gar drei Seiten bepfeffern, so Sie alle einer Meinung sind, dann ist das natürlich schon, hat das schon ein anderes Gewicht, ne? Keine Frage. Nun ist nicht immer jeder dafür, dass die Ortsumgehung Eiger und Frohnhausen und Herborn Seelbach gebaut wird. Also das wissen wir ja auch. Also insofern ist es dann schon die Frage, welche Interessen wo gelagert sind. Und natürlich kann man zu dritt wesentlich besser schlagen als nur alleine. Aber jetzt sind wir zu zweit, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Frau Hinz hinkriegen. Wir verstehen uns persönlich sehr, sehr gut. Also insofern werden wir da, glaube ich, auch einen Weg finden, für die Bürger des Landkreises das Möglichste herauszuholen. Machen wir uns nichts vor, so furchtbar viel kann man nicht machen. Das ist einfach. Wenn wir über Rahmenbedingungen, was Arbeitsplatzschaffung oder Erhaltung bedeutet, dann sind das Rahmenbedingungen, die Sie von Berlin aus stellen müssen. Aber da können Sie letztendlich konkret für den Landkreis nur halt eben wenig erreichen. Natürlich. Ich als mittelständische Unternehmerin, ehemalige mittelständische Unternehmerin, weiß schon ganz genau, was es bedeutet, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Und insofern bin ich da mit der SPD-Politik nicht immer eins gewesen. Das können Sie sich sehr gut vorstellen. Und da bin ich mit Sicherheit wesentlich näher bei der FDP, aber vor allen Dingen auch bei den Grünen. Das würde mit den Grünen gut funktionieren, Arbeitsmarktpolitik zu machen. Aber
diese Frage stellt sich ja zurzeit nicht. Das ist ein besonderes Thema, was Sie im Wahlkampf gemerkt haben, was den Leuten so auf den Nägeln brennt, wo Sie am meisten beantworten mussten, jetzt im Rückblick auf den Wahlkampf? Nein, komischerweise nicht. Komischerweise sind sie alle sehr auf die Person abgehoben. Das war etwas, was ich vorher noch nicht kannte. Also es hat mich, wenn mich 5 Menschen nach Mindestlohn gefragt haben, ist das viel. Nach Afghanistan hat mich konkret vielleicht nur einer gefragt, wo ich dann, glaube ich, ganz gut auch Auskunft gegeben habe. Aber die Thematik war komischerweise, also ich hatte so immer das Gefühl, die wussten, wen sie vor sich haben. Die kannten mich irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Die an den Stand kamen und das Gespräch suchten, die wussten, mit wem sie sprechen. Und sage ich mal, wenn einer das 4. Mal kandidiert, dann hat er die persönlichen Gespräche, die einer anstrebt, auch in der Sprechstunde oder vor Ort oder wo auch immer schon geführt. Also insofern war es für mich eigentlich eher eine Art der Sympathiewerbung, wenn ich so an den Wahlkampf zurückdenke. Ich habe auch, dadurch, dass ich das Kochbuch geschrieben habe, war das ja auch schon ein Hinweis darauf, dass ich es eigentlich mehr auf die Persönlichkeit abgestellt habe, meinen Wahlkampf. Ich habe das betrieben. Weil ich glaube, dass ich ganz überzeugend bin, weil ich glaube, dass ich gute Arbeit gemacht habe in den letzten Jahren. Und insofern fand ich es legitim zu sagen, Sibylle Pfeiffer ist gut. Und wenn ihr mich wollt, dann könnt ihr mich auch wählen. Und ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Haben Sie mit jungen Leuten das Gefühl gehabt, da gibt es politisches Interesse oder eher Negativseite? Also manchmal erstaunlich viel und dann wieder über ganz lange Zeit gar nicht. Also ich habe gemerkt, dass sehr viel auf die Lehrer ankommt. Das habe ich sehr wohl gemerkt. Dass manchmal Schulklassen kamen, die sich interessierten, die mit Fragebögen kamen, die mit ganzen Konzepten, Fragekonzepten kamen. Das habe ich sehr wohl gemerkt. Aber das ist halt eben meistens Sache des Lehrers, wie er die Kinder und die Jugendlichen einstellt auf das, was jetzt hier in diesem Lande abgeht. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was wir wissen müssen. Wo werden die Weichen gestellt? Zunächst einmal natürlich zu Hause in der Familie. Kommen sie aus einer politischen Familie oder an einer gänzlich unpolitischen Familie? Oder das Nächste ist dann die Schule, logischerweise. Und ich finde es durchaus erstrebenswert, wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, dass sie halt eben das machen, was einige Schulklassen gemacht haben. Haben die Schüler losgeschickt, haben die Abgeordneten befragt mit Fragebogen. Ganz differenziert ausgearbeitete Fragen. Also das habe ich schon gemerkt, welche Schulen da hinterher waren.